Wir backen heute absolut geniale Chocolate Chip Cookies wie von Subway. Dieses Video ist übrigens Teil einer tollen Kooperationsreihe mit Chefkoch, in der ich beliebte Chefkochrezepte 1:1 nachmache. Diese leckeren Cookies stammen übrigens von der Chefkoch-Userin Cindy0805-1989. Alles, was ihr für die Cookies braucht, sind Mehl, Butter, die zwar weich, aber nicht flüssig sein sollte, Zucker, Eier, Salz, Natron und backfeste Schokotropfen bzw. Chocolate Chips. Anstatt der dunklen Schokolade passen auch weiße Schokoladenstückchen und alle möglichen Nüsse sehr gut. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Als erstes werden Mehl, Natron und Salz miteinander vermischt, damit sich die trockenen Zutaten später gleichmäßiger im Teig verteilen können. Für Schokocookies könntet ihr jetzt zum Beispiel auch noch etwas Backkakao dazugeben. Auch sehr lecker. In einer anderen Schüssel wird die Butter mit dem Zucker 3 Minuten schaumig gerührt. Anschließend kommen die Eier dazu und die Masse wird weitere 3 Minuten aufgeschlagen. Ist das geschafft, nehmt ihr euch einen Holzlöffel oder einen Teigschaber und rührt die Mehlmischung unter. Zum Schluss kommen noch die Schokotropfen dazu und der Cookie-Teig ist fertig. Dann kann der Teig auch schon in kleinen Portionen auf einem mit Backpapier belegten Backblech verteilt werden. Das könnt ihr wahlweise mit 2 Esslöffeln oder einem Eisportionierer machen. Lasst dabei aber genügend Abstand zwischen den Cookies, sie laufen beim Backen noch auseinander. Bei 190 Grad Umluft werden die kleinen Leckerbissen anschließend 10 bis 13 Minuten gebacken. Nach dem Backen sind die Cookies noch sehr weich. Lasst sie deshalb unbedingt gut abkühlen, bevor ihr sie vernascht. Nach ca. 20 Minuten Abkühlzeit sind sie perfekt. Außen leicht knusprig und innen ganz weich. Genauso wie sie sein sollen. Und jetzt seid ihr mit Backen dran. Schreibt mir gerne Kommentare, wie ihr das Rezept findet. Ich würde mich auch sehr über Bilder eurer tollen Kreationen freuen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen.